Was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Im Funtainment München. Kurz vor der EM. Wir haben ein bisschen jetzt gerade getestet. Mehr oder weniger erfolgreich. Es geht. Es geht. Schauen wir mal. Es läuft bei mir. Und wir haben hier eine interessante Liste mit den allen Siegern von den Nationals bisher. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, reden drüber und dann können wir vielleicht daraus das Meta von der EM uns ein bisschen so herausfinden. Wir haben jetzt die Liste, das betrifft nicht nur Europa, sondern betrifft eigentlich die ganze Welt. Also es sind so genau alle, also fast alle Nationals, also sogar Neuseeland, Südafrika, sogar Serbien ist mit dabei. Oha. Alles, genau, alles außer Nordamerika. Nordamerika steht jetzt dieses Wochenende an. Es sind ziemlich viele Länder. Sagen wir mal, wenn man einen Blick so einen auf die Liste wirft, fällt natürlich Monarchen sagen wir mal, ins Auge. Also augenscheinlich sieht es aus, als wäre Monarchen das Deck, was am meisten gewonnen hätte. Wo hat Monarchen alles gewonnen? Monarchen hat gewonnen. Neuseeland, Türkei, was? Lituana? Litauen. Nach Litauen, Finnland, Serbien, Irland, Portugal und Schweden. Bulgarien, ja, in der Schweiz. Also sehr viele Länder. Sehr was viele, was überwiegend jetzt? Überwiegend Europa. Das Interessante ist, was ich jetzt gesehen habe, in Deutschland hat der Magic Spector gewonnen. Ja, aber sonst hat das nirgendwo gewonnen. Ne? Magic Spector. Ja, Magic Spector sehe ich jetzt einmal. Ah doch, hier. In Frankreich hat es noch einmal gewonnen. Also man denkt ja, sag ich mal, dass in Deutschland und Frankreich sehr gut gespielt wird und genau da hat Magic Spector gewonnen. Das heißt, man kann damit schon mal bei der EM wahrscheinlich rechnen. Haben wir noch irgendwelche Überraschungsdecks schon? Einmal Mörmel in Österreich. Australien. Australien, einmal hier Mörmel und sonst sehe ich halt hier ziemlich viel vier Leute mit Burning Abyss, aber mit Phantom Knights, vier Stück. Einmal in Österreich hier, dann einmal in Spanien, einmal in, keine Ahnung was das ist. Sogar Kuwait ist dabei, Kuwait. Krass. Und einmal in Kroatien. Genau. Also Cosmo haben wir hier auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sogar Clifford hat auch einmal gewonnen. Ja, Clifford. In Norwegen hat Clifford gewonnen. Also sehr weit gefächertes Metagame. Also eigentlich wie auf der DM, man kann gegen alle spielen, alles hat gewonnen. Also wirklich sehr interessant. Und ein Burning Abyss, aber ein ohne Phantom Knights, ein einziges. Es war in Griechenland. 12.06. Ich dachte, die spielen nur noch Kamens, die sind pleite, aber naja, anscheinend doch nicht. Nur Starterdeck Monarch, aber gut. Alles Reprint gekommen. Alles Reprint, ja. Phantom Knights war zu teuer. Ja, sich ein P-Bear gab es auch nur 1, 2, 3, 3 Leute. Was denkst du jetzt, was wird in der EM jetzt am meisten vertreten wird? Also, wenn man sich die Liste anschaut, wird man natürlich denken, dass Monarch am meisten gespielt wird. Man sagt, dass Pendel jetzt wieder im Kommen ist. Wurde vorher nicht so gespielt, aber jetzt ist es wohl stark im Kommen. Und sag ich mal, um sich vorzubereiten, man kann gegen alle spielen. Also man kann nicht wirklich sagen, keine Ahnung, man tut der, was weiß ich, zeigt der Karten gegen Monarchen, dann spielt man vielleicht gegen Pendel, dann spielt man gegen Mermel, dann spielt man gegen BA. Also es ist wirklich nicht vorhersehbar eigentlich, gegen was man spielt. Ja. Also man kann echt sagen, dass Top 5 sind echt nur BA, Monarchen, Cosmo, und Magic Spectre oder PP, eins von dem. Und wann hatte man das schon, dass man so eine Top 5 hat? Also eigentlich gab es immer ein Deck, was richtig gut war, dann vielleicht so zwei, drei, am Platz 2 oder Platz 3 Decks, die auch stark waren, die aber nicht so unbedingt mithalten konnten, aber hier wirklich hat man gesehen, dass alles gewinnen kann. Also jedes Deck hat eigentlich eine Chance zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die EM. Ich freue mich echt drauf, was gespielt wird. Wir bereiten uns noch ein bisschen vor, oder? Genau, wir haben noch eine Woche Zeit. Das schauen wir mal. Das schaffen wir schon. Leider ist Barisch nicht dabei. Es tut mir echt leid für dich, Barisch. Ja, aber eventuell schaffen wir es ja noch, dass du mitkommst. Genau, Leute. Ansonsten, wir sind auch gespannt für die nordamerikanische Meisterschaft. Was da das Metagame wird, schreibt uns rein, wie ihr denkt, was bei der EM passieren wird. Und wünscht uns viel Glück. Ne? Ja. Wir werden viele Videos dort drehen. Ich wünsche euch auch aber viel Glück. Genau. Und sprecht uns an.
vergesst nicht Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.